und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Drakensang Online. Habe ich eigentlich Hallo gesagt? Ja, habe ich wahrscheinlich. So, was gibt's denn hier zu labern? Ja, in der Runde Eierfarm. Hier will ich einmal ein Gameplay, wo ich euch zeige, wie man richtig krass die Eier farmt. Ich meine, jetzt kurz vorm Event ist das eigentlich gar nicht mal so geil. Aber eventuell hat ja einige noch mehrere Stacks da drin. Und so macht man relativ gut die Eier. So war es in den letzten Events immer so richtig schön, dass man da die Eier farmen konnte. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, ich habe mittlerweile einen besseren Weg gefunden als deinen Videos. Deswegen, dem einfach kurz erklärt. Wenn ihr in die Katakomben reingeht, dann gehe ich ja in den Videos diesen Dreckweg und dann ganz runter, fast bis zur Königskrypta. Diesen ganzen rechten riesigen Teil, die geht ja einfach nicht. Sondern die geht einfach, wenn ihr dann nach rechts reinkommt, nehmt euch das erste Ei, was in einem Video gesehen ist. Und dann geht ihr einfach runter, die kleine Treppe runter, wo das nächste Ei ist. Und nicht diesen ganzen langen Weg bis zu Königskrypta. Und dann geht ihr bis nach unten zu diesem Indefatare-King. Durch diese ganze kleine Einbuchtung, die da ist. Dann geht ihr nach oben. In diese, ja, kleine Plattform, in diesen Altar, wo auch nochmal so ein kleiner Champion drin ist. Denn da oben am Rand ist dann auch noch einmal einer. Und dann geht er diesen einen Weg da hoch. Dann biegt er aber nicht links ab, sondern rechts. Da diesen kleinen Schlangeweg, da ist noch einer. Und der geht sogar schneller als der Weg damals, den ich da im letzten Event. Weil durchs Porten respawnt ja alles. Und das ist schon. Also ich musste. Also ich glaube, ich habe geschafft, 360 Eieröffner in 10 Minuten zu öffnen. Mit einem kandierten Apfel. Im Inventar sind jetzt noch 2 kandierte Apfel drin. Wobei die halt echt aussehen wie Kirschen. Also der Designer konnte sich wahrscheinlich auch nicht entscheiden, mal ich jetzt einen Apfel oder eine Kirsche. Weißt du, das sieht so hammerhart nach einer Kirsche aus. Warum kann es nicht ein kandierter Kirsche sein oder super duper Kirsche oder sowas? Ich meine, das sieht doch nicht im Leben aus wie ein Apfel. Das ist eine Kirsche. Meine Fräse. Auf jeden Fall farmt man so da halt die Eier. Eben da seine. Ja, und dann habe ich die letzten Tage immer so, wenn mal ein Stack voll ist von Eieröffnern, laufe ich da ein paar Runden. Hoffe dann halt, dass ich noch halt die Kirsche als Buff habe. Meistens muss ich dann erstmal eine Mandel nehmen und dann nehme ich ein paar Runden und dann droppt mir meistens schon in der ersten Runde, also in den ersten ungefähr 300 Eieröffnern, schon ein kandierter Apfel und dann kann ich weitermachen. Und sobald ich weniger als 400 Eieröffner bin, wobei, ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Buff aktivieren würde und ich bin bei 400, würde ich das noch machen. Aber unter 400 würde ich dann das auch schon nicht mal nehmen. Weil ich glaube, wenn ich wirklich richtig hart schnell bin und alles Lucky ist, kriege ich sogar 400 hin. Wobei, das ist schon relativ, Also mein Rekord liegt bis jetzt bei 360. Aber ich werde den Kit mal noch ausbauen. Ja. Apropos. So, ich würde mal sagen, das war das Event. Mini-Events. Habe ich das von Quasar gemacht? Ja, habe ich. Allerdings habe ich den Knüppel nicht benutzt. Den werde ich nämlich morgen benutzen. Im morgigen Video. Das allumfassende. Ich gebe meine Knüppel aus, meine goldenen und die ganzen Feste, die Gnob-Knüppel. Da werde ich wahrscheinlich alles beim Gnob ausgeben, weil ich nicht mehr dazu komme, bei Zumpe den einen Knüppel zu machen. Als Zumpe braucht man einfach 250 und die Krieg habe ich nicht erfahren bekommen. Beziehungsweise nicht erkauft bekommen. Weil die jetzt zu erfahren wäre, hätte viel zu lange gedauert.
Natürlich hätte ich eine geile Gruppe gehabt, die so immer so das farmt und dann so in den letzten 2 Minuten komme ich dann rein und schnapp den Knüppel mit. Das wäre echt nice gewesen. Allerdings hatte ich keine so Leute, die das mit mir gemacht haben. Jetzt habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte. War kurz eine Gedenkpause, allerdings hat die jetzt auch nichts viel gebracht. Was war nochmal? Was war nochmal? Ja, mir fällt jetzt eh nicht mehr ein. Aber ich würde mal sagen, dann wäre es das für die Folge gewesen. Und sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao.